Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous und einer neuen Folge Far Cry. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge sind wir ja bei einer dieser Missionen hier unten irgendwo gestorben. Ich glaube hier so. War jetzt nicht so der Bringer, aber ich habe es am Ende doch noch geschafft. Gebe ich offen zu. War eigentlich nur ein oder zwei Bosse, zwei Mobs mehr und dann war es auch vorbei. Diese Folge wollte ich mich aber gerne mal um den hier oben kümmern, um den Außenposten. Damit wir uns den auch mal holen. Und ich mache nebenbei ja immer so ein paar die Nebenmissionen. Deswegen würde ich sagen, bleibt mal dran. So, da holen wir uns mal einen Heli. Machen wir uns mal auf den Weg dahin. Da gibt es wohl auch einen Heli zu gewinnen, den wir dann freischalten. Deswegen dachte ich mir, probieren wir das doch mal aus. Das war eng unter über die Bäume hinweg. Da ist dieser Außenposten, ne? Die Frage ist, wie wir da am besten rangehen. Die holen uns bestimmt sonst vom Himmel. Ich glaube, ich probiere es lieber über die stillere Variante. Ich habe mir einfach mal den Weg hier hochgeschoben. Wort, Wort, bin ich in die Rotoren gekommen? Oh. Vorsichtig, vorsichtig. Siehst du schon mal jemanden? Gut. Geht da mal hier hoch. Geile Sicht auf jeden Fall von hier. Da ist keiner. Wir könnten erstmal hier rüber fahren, weil da ist ein Scharfschütze. Ups, falsche Taste. Muss man erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. So, wo kommen wir denn hier hin? Hier ist ja gar nichts. Ich dachte, da könnten wir auch rüberfahren. Erstmal will ich den Scharfschützen. Ah, guck mal, da oben, den können wir auch noch rausknallen. So, der ist weg. Peu à peu. Wurden wir gesehen. Fahren die alle hin, ey. Wieder einer weg. Geht doch. Verstärkung ist auf dem Weg. Preiset den Vater. Oh.
Drecksscharfschütze. Shit. Ja, damit treffe ich den nicht. Korrekt. Und wo kommen die Schüsse? Okay, ich muss hier runter. Ich komme ja nicht so einfach runter. Hilfe! Schieß mich da ab. So. Dich wollte ich noch lesen. Hilfe! Da ist der Heretiker wieder! Ich meine Muschi retten! Komm schon. Nein! Nein! Rette mich! So wie ich dich gerettet habe. Ist ein bisschen hart. Shit. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Das ist meine Base. Meine Base. Komm, Uschi. Da, Scheiße. Die ist ein bisschen hart. Ja, ich habe ein bisschen schlecht mit der Munition kalkuliert, würde ich mal sagen. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht ganz von vorne anfangen. Wäre natürlich echt mies. Also der ist nicht so, nicht umsonst so weit ab vom Schuss, ne? Ich hab echt wenig Munition. Okay, das machen wir nochmal besser. Ins Hemd, wenn er sieht, was du alles getan hast. So, okay, nochmal. Das wird jetzt meine Base, Alter. Kann doch nicht wahr sein da oben. Drecksvieh. Vielleicht holen wir uns die doch einfach mal so auf den Weg. Halt aufpassen, weil die auf alle Fälle Raketen haben. Hoch mit dir, mir juckt die Nase. Dann mache ich jetzt auch noch irgendwo eine Mission, egal. Ich ist viel hasse.
wir mal hier über den Berg kamen. Alle platt einfach mal. Ich sehe zwar keinen, aber egal. Muss jetzt mal aufladen. Die Verstärkung. Das sind diese Dinger, ne? Okay, wir müssen hier runter. Okay, jetzt gucken wir uns mal nach unserem Glück hier. Ich kann über einen scheiß Zaun nicht wegschießen. Da ist doch keiner. Bin fest. What? Schon wieder die Muschi kalt gemacht. Der ist weg. Der ist auch hinüber. Ne, doch noch nicht. Verbrennt alle. Hier nimmt man es auch noch, natürlich. Ja, gefährliche Ecke hier mit der ganzen Munition. Stirb! Helikopter sind auf dem Weg! Boah, was für ein fetter Außenposten, Alter. Der ist auch wieder futsch. Wo ist der Helikopter? Wollen wir irgendwo raus? Ja, hier. Ganz fiese Action. So. Ja,
Boah, der hat mich auch voll erwischt, ne? Viel kann nicht mehr kommen. Endlich, den haben wir auch. Na, Bombe! Pinku Paradoppa. That's me, my friends. Ja, weiß war doof. Da gibt's Waffen. Was gibt's hier Schönes? Hey, hast du eine Sekunde? Die Radarstation zu übernehmen war eine reife Leistung, aber es ist noch nicht vorbei. Es sieht aus, als würden sie immer noch Daten von hier senden. Der schnellste Weg, das abzustellen, ist, ihre Satellitenschüsseln zu zerstören. Ich bin ziemlich sicher, dass ich drei davon auf den Dächern in der Gegend gesehen habe. Nimm dir ein bisschen Sprengstoff und jag sie hoch. Und beeil dich. Die wissen bestimmt schon, dass wir hier sind. Ja, gerade noch nicht. Dann gucken wir uns hier so ein bisschen um. Der ist auch weg und jetzt noch dich hier. Ah, perfekt. Läuft doch. Ach, das war die Geschichte. Oh. Wie fies ist das denn? Kommen die denn auf einmal her? Ganz miese Action auf alle Fälle. Boah, jetzt nein! So, kommen wir hier zu nix, ey. Jetzt mal ein bisschen quatschen. Du hast keine gottverdammten Manieren. Ich glaube nur einer mein Heli oder was? Meine Güte. Kann ich jetzt mit dir reden? Ich lebe.
Ja, und nicht, weil du wegrennst. Abgestürzt. Unsere Späher sagen, die Fracht liegt überall verstreut. Wir müssen uns beeilen, wenn wir den Peggys zuvorkommen wollen. Okay, das haben wir jetzt erstmal soweit erledigt, würde ich mal sagen. Was liegt da oben noch? Sind da die Satellitenschüsseln? Ein bisschen Sprengstoff her. Hier, da passt. Jetzt ist dieses Bewegungszeug, ne? So, ey, hier hast du jetzt schon ewig in 3 Tage gebraucht, um das Ding einzunehmen, aber kommst du immer noch nicht weg. So, wie komme ich noch weiter hoch? So. Bald ein Gegner. Ne, da bin ich ja hier richtig, ne? Ding ist ja immer noch stehen. Ich weiß nicht weiter. Ich war sein Geht in die Luft, Alter. Kann nämlich gut sein, dass er deswegen sagt, nee, ist nicht. Wusstest du, dass Eli an diesen Bunkern für Jacob gearbeitet hat? Aber sie haben sich nicht gut verstanden. So, haben wir da auf jeden Fall nochmal was. Gucken, ob wir das jetzt hier irgendwie auf die Reihe kriegen. Immer noch. Das ist der Wahnsinn. Verarschen. So, die ist auf jeden Fall hinüber. Und wo ist jetzt die dritte im Bunde? Straße, wie es aussieht. Okay, komm. Das machen wir. Wir machen diese Burg hier fertig und gut ist. In der Hoffnung, dass wir dann natürlich hier weniger wieso? Na, also geht doch.
Okay, Hauptsache, wir haben das Ding hier abgeschlossen. Ich bin froh drüber. In der nächsten Folge gucken wir mal dann, dass wir uns der Hauptstory wieder widmen. Hat eine ganze Folge gedauert. Wahnsinn, ne? So, befreie dich. Das ist jetzt in der Nähe. Und zwar wirklich auch nicht weit weg. Da gehen wir in der nächsten Folge hin, also bleibt dran. Also schaltet wieder ein, so rum. Danke fürs Zusehen, Abo und so nicht vergessen. Tschüss.